Ich habe schon einen Gottesdienst hinter mir, jetzt wird es fusselig an den Lippen. Ich habe vorhin im Gottesdienst das schon erzählt, wir hatten dort eine Taufe und in diesem Gottesdienst ist eben halt das Mädchen zum Taufbecken geführt worden und habe gesagt, sie ist eine Priesterin. Ich hoffe, dass euch allen auch klar ist, dass Ihnen allen klar ist, ihr seid Priesterinnen und Priester. Ich bin Amtspriester, das ist wieder was anderes. Aber wir sind Priesterinnen und Priester Gottes. Wir sind noch mehr, das ist uns nämlich in der Taufe zugesagt. Wir sind auch Königinnen und Könige und Propheten und Prophetinnen. Ihr braucht mich für euren Glauben nicht. Im Alten Testament war das anders. Nur der Priester, der Hohepriester, hatte Eintritt ins Allerheiligste, also zur Nähe Gottes. Jeder von uns darf die Nähe Gottes ganz eigen und individuell spüren. Dafür braucht ihr mich nicht. Dafür brauchen wir keinen Amtspriester in erster Linie. Natürlich entwickelt sich das, muss Glauben weitergegeben werden, brauchen wir Strukturen. Da kommt der Bereich der Gemeinde. Das ist etwas anderes. Und wenn wir Menschen einladen, zu Glaubenskursen zu kommen, dann laden wir sie ein, das zu entdecken. Und immer wieder stellen wir fest, dass Menschen sagen, ich hatte ein ganz anderes Gottesbild, das war überhaupt nicht auf meinem Bildschirm. Und von daher freue ich mich heute, vier haben zugesagt, dass sie etwas dazu sagen, was hat denn ein solcher Glaubenskurs mit mir gemacht? Könnte auch sein, dass es mehrere Kurse waren. Natürlich auch schon die eigene Geschichte im Hintergrund. Das ist zunächst erst Veronique, die auch bei uns im Musikteam mitarbeitet, die den Kurs vor einiger Zeit gemacht hat und inzwischen auch schon mitgearbeitet hat. Das ist die Rosi, das ist ähnlich, die auch hier vor einigen Jahren, inzwischen schon, dann auch wieder in die Kirche eingetreten ist, die einen Kurs mitgemacht hat und auch intensiv mitarbeitet. Wir haben nicht nur Frauen, sondern wir haben auch die Männers. Da ist der Max, der uns ein paar Worte dazu sagen wird, der selber einen Alpha-Kurs für Jugendliche mitgemacht hat und jetzt im Team dabei ist und gerade diejenigen, die sich auf die Firmung vorbereiten, mit begleitet. Und dann ist der Herwig, das ist unser jüngstes Mitglied hier in unseren Reihen, der den letzten Kurs mitgemacht hat, unser jüngstes Mitglied in Anführungszeichen, und sich auch bereit erklärt hat, weil das hat noch einmal eine besondere Nuance bei dir, deswegen bist du am Schluss dran. Und die werden uns jetzt berichten. Ich werde mich da vorne ein bisschen hinsetzen, um zu gucken, dass ihr auch nah genug am Mikrofon seid, damit jeder das auch verstehen kann. Veronique, fängst du an, Rosi, Max und dann Herwig. Hier. Ja, nach einem intensiven Bekehrungserlebnis 2005 war ich in einer anderen Dortmunder Gemeinde recht aktiv, bin da mit meiner überschüssigen Energie der Neubekehrten überall angeeckt, das haben vielleicht andere auch so erlebt, bis ich dann irgendwann mal vom Pfarrer einen auf den Kopf kriegte, nett gemeint. Ergebnis war, ich habe mich nach und nach immer mehr zurückgezogen aus allen Aktivitäten. Meine Beziehung zu Gott war geblieben, aber die Gemeinschaft mit anderen Christen, der Austausch, der war weg. Und schließlich litt auch meine Beziehung zu Gott darunter. Und ich fiel in ein spirituelles Loch, eine Zeit der Dunkelheit, auch der vielen Fragen und des Zweifelns. Die sonntäglichen Gottesdienste brachten mir nicht besonders viel, zumal es zu Hause dann einen Ehemann gab, der scheinbar mit Kirche und Glaube nicht viel am Hut hatte. Und es gab jeden Sonntagmorgen Stress, wenn ich nicht mit der Familie frühstückte, sondern in die Kirche ging. Also habe ich mich für die Familie entschieden und gegen den Gottesdienst. Der Hunger aber nach spirituellem Futter war geblieben. Nur richtig nach einer Futterstelle habe ich nicht gesucht, bis ich hier in dieser Gemeinde erfuhr, dass es einen Sonntagsgottesdienst um 12.15 Uhr gab. Aha, das war für unsere Familie, selbst die Spätaufsteher hoch,
waren da mit dem Frühstück durch. Und so kam ich langsam wieder in die Kirche, erlebte lebendige Gottesdienste mit toller Musik und Predigten, die mich durch die Woche trugen. Der Gottesdienst ist irgendwann mal wieder auf 11.30 Uhr zurückverlegt worden, aber ich bin geblieben. Über einen Meditationskurs kam ich auch wieder bewusster zu Gott und habe mich in der Corona-Zeit parallel zu zwei Glaubenskursen angemeldet, den Alpha-Kurs und den Kurs, der sich Christsein nannte, und habe da auch erfahren, dass so Wüstenzeiten, wie ich sie erlebt hatte, zum Glauben dazugehören. Und ja, mein Glaube war gewachsen und reifer geworden. Am 9. Juli letzten Jahres erfuhr dann mein Mann, ich glaube, ich muss es ablesen, es wird etwas emotional, erfuhr mein Mann, dass er unheilbar an Krebs erkrankt war. Und sehr schnell wurde mir klar, dass er im Grunde gläubig war, obwohl es zu Hause gut versteckt hatte. Ich wurde Zeuge, wie er von Anfang an unseren Kindern Mut machte und ihnen sagte: Ihr braucht nicht weinen, wir sehen uns wieder, wir sehen uns im Himmel wieder. Dann folgten 2 Monaten, in denen Peter im Eilverfahren das Glück hatte, man nennt es so ein bisschen verstaubt sogar Gnade, die Gnade hatte, eine tiefe Gottesbeziehung zu entwickeln. Er kam hier in den Gottesdienst, hat den Gebetsdienst zunächst zögerlich, aber dann mit Freude aufgenommen, ist von Ulrike und Clara gesegnet worden, hat einen ganzen Nachmittag mit Clara im intensiven Gespräch verbracht, hat in der Bibel gelesen, bis er mich dann auch bat, selber ihm vorzulesen, weil er das Buch nicht mehr tragen konnte. Bis hin zu dem Hausgottesdienst mit Krankenkommunion vor der ganzen versammelten Familie, 2 Tage vor seinem Tod. Und bei der Gabenbereitung dann sein Glaubensbekenntnis, was er nur noch mit Mühe sagen konnte, aber dann irgendwann mal doch ganz laut und deutlich sagte: Danke, Herr, dass ich dich kennenlernen durfte. Danke, dass du dich mir gezeigt hast. Das ist nun auch mein tägliches Gebet geworden. Ja, gestern Abend spät aus dem Urlaub wiedergekommen. Heute stehe ich schon wieder hier vor den Anforderungen des täglichen Lebens und freue mich, euch von meinen Erfahrungen mit Alpha berichten zu können. Was Veronique gerade gesagt hat, dann, das finde ich ganz toll, aber das zeigt auch so die unterschiedlichen Menschen, die man bei Alpha sehr, wie soll ich sagen, sehr emotional kennenlernt. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die religiös neutral ist, würde ich sagen. Wir Kinder wurden nicht von Gott, vom Glauben, von der Kirche ferngehalten, aber meine Eltern haben auch nichts gefördert. Und trotzdem habe ich schon als kleines Kind, als Jüngste von 3 Geschwistern, immer die Nähe zu Gott gesucht. Ich bin alleine in den Gottesdienst gegangen und ich habe immer diese, weiß nicht, Wärmekraft aus dem Gottesdienst mitgenommen, schon als Kind. Aber ich habe es nie Ich bin den Glauben nie rational angegangen. Und ich habe dann im Laufe meines Erwachsenwerdens auch den Bezug zur Kirche verloren. Im Nachhinein ist das, finde ich das sehr schade, aber so ist eben manchmal. Ich hatte keine Gemeinde, ich hatte keine Menschen, die den Glauben mit mir geteilt haben, mit denen ich mich hätte austauschen können. Erst wirklich viele, viele Jahre später habe ich dann hier plötzlich in den Ruhrnachrichten von Alpha gelesen. Und was ich da gelesen habe, Menschen sind auf dem Weg, machen sich auf dem Weg, sind auf der Suche, haben ihre Zweifel und finden zusammen, um gemeinsam diese Fragen anzugehen. Da habe ich mich so angesprochen gefühlt, habe gesagt, das ist genau das, was ich will. Und trotzdem hatte ich meine Zweifel, ob das in Richtung Sekte geht, in Richtung Zwangsmissionierung. Und hatte aber dann das Glück, dass ich Matthias Bönsmann privat aus einem ganz anderen Zusammenhang auch kenne. Und deswegen das Gefühl hatte, doch, da kannst du hingehen. Das ist
sicher was für dich. Und ich war beim ersten Alpha-Kurs dabei. Es war für mich so, ja, diese enorme Gastfreundschaft. Ich kam an, ich war willkommen. Ich habe mal diesen schönen Satz gehört, aus Gesichtern werden Menschen. Im Laufe der Begegnungen, im Laufe der Abende habe ich viele Menschen, die ich vorher überhaupt nicht kannte, sehr intensiv kennengelernt. Und zwar kennengelernt auf einer emotionalen Ebene, auf einer Ebene, die man ansonsten im täglichen Leben eben nicht findet. Wenn ich irgendwo in einem Sportverein bin, dann geht es um das Thema Sport oder es geht um den letzten Urlaub oder das neueste Spargelrezept. Aber man spricht nicht über die wirklichen Gefühle, über das Innere, was einen bewegt, welche Ängste man hat, welche Sorgen, welche Zweifel. Und das hat mich bei Alpha vom ersten Augenblick an so sehr begeistert, dass man ins Gespräch kommt, dass man seine Zweifel äußern darf, dass man sich eben, ich sagte ja schon, ich bin eher emotional Christin, dass ich mich nicht schämen muss über mein Unwissen. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die sehr viel theologisches Wissen, historisches Wissen haben, viel, viel mehr als ich und trotzdem die gleichen Zweifel und Fragen haben oder andere. Aber das Schöne ist, sich darüber auszutauschen und zu merken, wir sind alle gemeinsam auf einem Weg. Wir suchen alle, wir haben alle Sehnsucht, wir suchen nach einem Mehr im Leben und wollen nicht stehen bleiben da, wo wir sind. Ich habe danach noch mehrere Alpha-Kurse mitgemacht, helfend, aber auch als Teilnehmerin oder Christsein-Kurs oder Meditationskurs. Für mich war jedenfalls dieser erste Alpha-Kurs ein ganz wichtiger Startpunkt in meinem Leben, mich wirklich auf die Suche zu machen, angeleitet, strukturiert. Und es sind Fragen, viele, viele Fragen geblieben, eher noch mehr Fragen hinzugekommen, aber es sind auch ein paar Antworten dazu gekommen. Und ich kann nur sagen, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich hier diese Gelegenheit hatte und habe und weiterhin in jedem Kurs Menschen kennenlerne, die mir ans Herz wachsen und die mir einfach etwas mitgeben. Ich fühle mich bereichert nach jedem Alpha-Kurs, nach jedem Abend. Ich fühle mich bereichert hier nach jedem Gottesdienst. Ich freue mich, die Menschen zu treffen, die ich aus den Alpha-Kursen kenne, weil ich mit ihnen auf einer ganz anderen Ebene kommunizieren und umgehen kann, als ich das mit anderen Menschen, die ich in anderem Zusammenhang kennenlerne, eben kann. Also für mich war wirklich dieser erste Alpha-Kurs ein Wendepunkt in meinem Leben und ich bin weiterhin auf dem Weg und auf der Suche, aber ich werde dabei bleiben. Ja, auch ich habe an einem Alpha-Kurs teilgenommen und zwar war das im Jahr 2021, als die Corona-Pandemie auch hier in Deutschland ankam und dann war das so, dass viele Jugendliche aus unserer Gemeinde, wir saßen ja alle zu Hause, wir konnten ja nirgendwo hingehen und dann habe ich von einer Einladung gehört, ich habe das per Post bekommen, ob ich nicht an einem Alpha-Kurs teilnehmen wollen würde und erst wusste ich nicht wirklich, was das ist, hatte auch meine Zweifel, ob ich da wirklich mitmachen wollen würde. Aber dann habe ich zum Glück, meine Schwester hatte mich dann überredet mitzumachen und dann habe ich an diesem Alpha-Kurs teilgenommen. Und ja, erstaunlicherweise war das so, dass wir uns alle über Zoom getroffen haben, also haben uns digital gesehen und haben uns dann immer zur vereinbarten Zeit getroffen. Und alle Teilnehmenden haben ein Paket zugeschickt bekommen. In diesem Paket waren Utensilien drin, die wir dann für diesen Kurs brauchten, zum Beispiel eine Kerze oder Snacks oder sowas, so kleine Sachen, die dann immer mal ausgepackt werden durften, je nach Kurstag. Und da war ich schon sehr überrascht von. Also das hat tierisch Spaß gemacht, dann, als man zu Hause saß, dann andere Jugendliche wieder zu treffen und über den Glauben zu sprechen. Und immer wenn wir uns getroffen haben, haben wir die
Kerze angezündet, alle zusammen, und das konnte man auch immer schön im Bild sehen. Und so haben wir dann über unseren Glauben gesprochen, haben uns ausgetauscht und sind von dem kindlichen Glauben ein bisschen weitergegangen, ein bisschen zum Erwachsenenglauben, haben unseren Glauben weiterentwickelt und wir haben uns alle gegenseitig nochmal besser kennengelernt. Viele, die ich im Alpha-Kurs, beim ersten Alpha-Kurs, den es in der Pfarrei gab, kennengelernt habe, sind heute noch dabei. Und ja, das war unglaublich. Also wir haben uns alle immer Donnerstag schon vorher darauf gefreut, uns wiederzusehen. Und da ist ein richtiger Funke übersprungen, weil wir alle so begeistert waren und so was ganz anderes erlebt hatten als das, was wir vorher so von der Kirche kannten. Und haben so eine ganz neue Gemeinschaft kennengelernt, nur von jungen Erwachsenen, die alle ungefähr gleich alt waren. Und nachdem dann dieser erste Alpha-Kurs zu Ende gegangen war, waren wir alle ganz hungrig nach mehr und wollten weitermachen. Und so hat sich das entwickelt, dass wir aus diesem ersten Alpha-Kurs 5, 6, 7 Helfer hatten oder Menschen, die einfach weitermachen wollten. Und so sind wir dann alle in den nächsten Alpha-Kurs gegangen und haben dann mit dem, was wir gelernt haben und über das, was wir uns ausgetauscht haben, haben wir dann mit den nächsten Teilnehmenden einen Alpha-Kurs durchgeführt. Und so konnte eine Gemeinschaft entstehen, so ganz aus Jugendlichen. Und das ist gewachsen und viele sind heute noch dabei. Viele sind heute auch Messdiener geworden. Und auch einige davon aus dem ersten Kurstag sind jetzt auch auf dem Weltjugendtag in Lissabon dabei. Da fahren wir gemeinsam hin als Gruppe. Und Es ist ganz, ganz was Besonderes, dieser Alpha-Kurs geworden, und man kennt sich jetzt so unfassbar gut und man freut sich jedes Mal aufs Neue, einen Alpha-Kurs zu leiten und die neuen Jugendlichen dann von unserem Glauben zu erzählen. Und ja, das ist wirklich ganz fantastisch, und ja, demnächst wird es weitergehen und wir werden immer mehr. Und ja, also ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber das hat mir richtig Hoffnung gegeben. Das war was ganz Besonderes zu sehen, wie andere Jugendliche, die auch nichts mit der Kirche zu tun hatten, auch nicht so in der Kirche groß geworden sind, wie der Funke übersprungen ist, wie begeistert sie von dem Glauben anderen erzählt haben, und das springt über, und das hat mich sehr, sehr berührt und sehr glücklich gemacht. Und so werden wir die Alpha-Kurse weiterführen, jetzt auch im Rahmen der Firmenvorbereitung, und ja, wir werden wachsen, und das gibt mir Hoffnung, das freut mich sehr. Und ja, ich denke, das habe ich dazu zu sagen. Ja, ich möchte mich auf 4 Punkte beschränken und Kraft meines Alters ab und zu auch einen Blick auf mein Konzept werfen, während die anderen Herrschaften ja recht frei gesprochen haben. Aber ich hoffe, dass ich es auch hinbekomme. Erster Punkt ist die Tatsache, dass ich im Grunde rein zufällig und ohne eigenes Zutun zur Teilnahme am Alpha-Kurs gekommen bin. Denn auslösender Fakt war, dass meine Frau fest entschlossen war, an diesem Kurs teilzunehmen, und ich mir dann überlegt habe, anstatt allein zu Hause zu sitzen, dann geh mal mit und nimm den ersten Schnupperabend mal wahr, schau, was da kommt, und wenn es dir nicht gefällt, kannst du dir immer noch sagen, das war's dann. Und hinzu kam auch, dass ich mich ernsthaft mit dem Vorhaben eines Kirchenaustritts beschäftigt habe, und mein Gedanke war, bevor du eine endgültige Entscheidung triffst, die du allein in deinen stillen Kämmerlein vielleicht mit dir abmachst, schau doch mal nach anderen Gesichtspunkten, nach anderen Erfahrungen. Vielleicht kannst du ja dann deine Entscheidung besser begründen oder eben auch anders gestalten. Und ich war mir zu dem damaligen Zeitpunkt nicht klar, was denn mit dem Kurs eigentlich, ob das der richtige Weg war, und wollte mich überraschen lassen. Ich hatte keine konkrete Vorstellung, was in dem Alpha-Kurs eben geboten wurde. Und meine Horrorvorstellung war, dass es vom Namen her kommend Alpha ein Anfängerkurs war, der eine Glaubensvermittlung à la Religionsunterricht Mitte der 50er Jahre vielleicht bieten würde.
Aber das hat sich ja dann ganz anders entwickelt. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das Ambiente, in dem der Kurs stattfand. Die erste Überraschung war, dass vor Kursbeginn neben Getränken ein warmes Abendessen geboten wurde. Und dies geschah an allen Kursabenden. Das Essen war immer lecker und gut und beinhaltete sogar jedes Mal eine Alternative in Form von vegetarischem Essen. Also es war für alles gesorgt. Eine aber nur sehr kleine Enttäuschung für mich war, dass die von mir erhoffte Nachtischvariante Tiramisu nicht den Weg auf den Tisch geschafft hatte. Die nächste Überraschung war, dass ein Kursteil von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag mit Übernachtung im evangelischen Bildungszentrum in Willig stattfand. Dies diente tatsächlich auch der Stärkung des Zusammenhalts und des Verständnisses innerhalb der Gruppe, wobei die abendliche Diskussion bis gegen Mitternacht in der Kellerbar nicht der unwesentlichste Teil war. Denn Diskussionen über Religions- und Glaubensfragen in einem auf gegenseitigem Vertrauen basierenden geschützten Raum, bei dem die Teilnehmer durchaus unterschiedliche Standpunkte, Erfahrungen und Meinungen haben, befruchteten die Diskussion sehr positiv. Meine Erfahrung war, dass sich durch die unterschiedlichen Diskussionsbeiträge durchaus auch für mich neue Gesichtspunkte ergeben haben, die ich allein in meinem stillen Kämmerlein nicht gemacht hätte. Denn der Glaube lebt auch vor allen Dingen durch und in Gemeinschaft. Als dritten Punkt möchte ich meine neu gewonnenen Erkenntnisse über einen Teil des Wesens Gottes erwähnen, der mir im Grunde zwar nicht unbekannt, aber dennoch nicht so klar war. Nämlich die Tatsache, dass es Gott wesensimmanent ist, seine unendliche Liebe und Barmherzigkeit jedem einzelnen Menschen ohne Vorbedingung anzubieten. Er möchte, dass alle Menschen heil und glücklich werden, überlässt es aber dann dem freien Willen jedes Einzelnen, sein Angebot anzunehmen oder auch abzulehnen. Also, ich brauche nur Ja zu Gott zu sagen, um in seine Liebe und Barmherzigkeit eingebunden zu werden. Eine sehr tröstliche Erkenntnis, wenn es auch nicht so leicht sein wird, die per Verstand erfasste und auch logisch erklärte Wahrheit zu leben und praktisch umzusetzen. Denn auch hier, wie in anderen Situationen, gilt wohl, der Geist ist zwar willig, das Fleisch aber schwach. Und jetzt komme ich schon zum letzten Punkt, den Geist. Und zwar den Heiligen Geist, den Geist Gottes. Wie wohl jeder von uns hatte auch ich mir bestimmte Vorstellungen und Bilder von der Person Gott Vater und Jesus, dem Gottessohn, gemacht. Bei der dritten Person der Trinität, der des Heiligen Geistes, sah es bei mir schon etwas dürftiger aus. In diesem Kurs habe ich nun erheblich mehr Wissen über diese Gottesperson erlangt. Darüber, dass er die Wirkkraft, die Antriebskraft, der alles durchdringende Atem Gottes ist. Er ist der Geist der Wahrheit, der uns, wenn wir uns auf sein Wirken einlassen, die Wahrheit Gottes erschließen wird. Ich habe daher den festen Vorsatz gefasst, mich diesem Thema intensiv zu widmen. Und ich bin schon gespannt darauf, ob und wie mir das gelingen wird. Und da ich dabei bestimmt wieder auf Mithilfe angewiesen sein werde, freue ich mich schon jetzt auf die nächsten Alpha-Kurse, wenn ich denn teilnehmen darf. Und zum Schluss bedanke ich mich auch an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich beim Leitungsteam für die sowohl organisatorische, auch inhaltliche, geleistete, hervorragende und erfolgreiche Arbeit. So gut hätte ich nicht predigen können, wie ihr das getan habt. Zwei kurze Anmerkungen. Zum einen wurde ja gerade von Clara gesprochen, das ist meine Haushälterin inzwischen mit 95 und die ist gerade im Urlaub, stehen ja auch immer dann im wechselnden Teams am Ende des Gottesdienstes und bieten Gebet und Segen an. Und wie begeistert sie war, als Peter gekommen ist,
am nächsten Tag, zu zweit hatten sie vorher für ihn gebetet und am nächsten Tag kam Peter mit einem Blumenstrauß, also zwei, muss man sich vorstellen, zwei Monate vor seinem Tod und hatte ein ganz intensives Gespräch mit ihr, das sehr berührend war und worüber wir lange gesprochen haben. Und das Zweite, Herr, um dich bei der Stange zu halten, haben wir deine inneren Sehnsüchte erkannt und für dich gibt es heute als Ausnahme Tiramisu zum Nachtisch.